So, also da vorne haben wir einen von den männlichen Nagern und so eine Korallenpriesterin. Ich glaube, ich verballer mal ein paar von den Tränken, was soll's. Du, wow. Du hast echt nicht viel Mana, ha? 92, 63. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Aber das sollte erstmal reichen. Genau. Flüssige Membran. Du machst nicht den Spruch da unten, sondern gefrorener Boden, Fragezeichen. Also erstmal nehme ich den Angriffsspruch da vorne, den Angriffsbefehl da vorne raus, weil sie hat keine Nahkampfwaffe. Jedenfalls noch nicht so wirklich. Gefrorener Boden würde die beiden da festfrieren, aber die beiden kommen eh nicht näher. Also mache ich doch das ganz normale. So, das macht nämlich auch noch schön Schaden. So, Feuer. Schießen, schießen. Gegenteil 1 würde ich sogar noch näher rankommen, damit ich schneller sie töten kann gleich. Aber, was soll's. Feuer. Schießen, schießen. Wow, das sah knapp aus. Du, dreh mal was. Feuer. Schießen, schießen. Aha, ist auch eine Elite-Korallenpriesterin. Schießen, Feuer, schießen, schießen. Hast du irgendwas Besonderes? Nee. Immun gegen Gedankenmanipulation. Das ist vollkommen okay. Wir wollen nicht deine Gedanken manipulieren. Wir wollen dich nur tot haben. So, dich und dich und dich und dich und weg mit dir. Du Mannstieg. Und ein Teleporter und eine komische Steintafel. Erstmal Stufenaufstieg. So, du hast noch 3 Punkte. Die wolltest du in die Armbrust investieren, damit du Experte werden kannst. Wir müssen aber erstmal halt einen Expertenlehrer finden. Aber ich glaube, der Pogo-Stick-Mensch in der Kaserne macht das. Gehe ich jedenfalls von aus. Also, das bleibt so. Bestätigen. Du hast 3 Punkte. Du wirst jetzt Schildexperte, damit du den tollen Schild ausprobieren kannst. Ausdauer könntest du noch freischalten. Ausweichen. Ich versuche gerade rauszulesen, ob das mit der Rüstung stackt. Also ob man einem vollen Plattenpanzer trotzdem noch total elegant ausweichen kann. Aber ich sehe nichts, was dagegen spricht. Also könnten wir das theoretisch auch noch steigern. Widerstand gegen alle Magieschulen ist auch sehr praktisch. Gerade wenn er später alle spotten wird. Also ja, wir haben sehr viel mit ihm zu skillen. Was kriegst du denn bei Kriegsführung? Lernt die Fähigkeit Schädelspalten. Und unaufhaltsamer Angriff. Und schwere Rüstung. Okay, schwere Rüstung brauchen wir noch nicht steigern. Schwere Rüstung haben wir noch kein einziges gefunden. Wir haben noch nicht mal ordentliche leichte Rüstung für die hier. Also, stimmt, leichte Rüstung sollten wir ihm geben. Auch wenn es nur ein Punkt ist. Sonst kann er die mich gar nicht erst benutzen. Glaube ich zumindest. So, nächster. Bestätigen. Du hast Erdmagie auf Expertenrang, wenn du einen Lehrer findest. Du hast keine Mystik. Hat also keine Punkte. Du? Du? Du hast 3 Punkte, okay. Du könntest Mystik auf Experte bringen, um noch mehr zu zaubern, was ganz schick wäre. Aus der. Ja, ich glaube, Mystik macht am meisten Sinn. Auch wenn ich doch ganz gerne noch ein paar Alternativen hier hätte, was die Zauber angeht. Weil spätestens, wenn wir später in einen gewissen Dungeon kommen, wo so komisches rotes Zeug auf dem Boden war, wie man in meinem Intro-Video sehen konnte, dann wird Feuermagie, glaube ich, nicht mehr ganz so effektiv sein. Oh ja, ist noch lange hin. Erstmal Mystik, Mystik, Mystik. Genau, geht gar nicht mehr weiter. Also Expertenlehre brauchen wir da auch. Ein Punkt noch. Widerstand gegen Magieschulen. Nö, nehme ich lieber weiter Ausdauer. So, bestätigen. Du, Vitalität, Geist, Magie, Magie. Du, Vitalität, Geist, Magie, Magie.
betätigen. Du hast kein Level Up. Doch, hast du. Du. Wahrnehmung, Vitalität, Vitalität, Macht. Hab kurzfristig überlegt, ob wir vielleicht ein, zwei Punkte die anderen Sachen auch mal reinsetzen sollten. Primär wegen Mana, aber Kriegsführung, der Skill. Also, der da. Der bringt auch zwei Mana pro Fähigkeitspunkt, also brauchen wir keine Mana für ihn. So. Du bitte Zaubertrank. Zaubertrank. Du einen Heiltrank. Wir müssen das ganze Klimbim-Zeug hier verbrauchen, bevor wir die ganzen anderen da bekommen. Also wir müssen natürlich nicht, aber ich denke mal, es wäre schon effektiv. Weil später können wir uns drei, vier davon reinpfeifen, bevor sie irgendwas bringen. So, da kommt gleich so ein Klingenmensch. Hallo, Klingenmensch. Schießen. Schießen. Eissplitter wirkt bei denen nicht, ja. Feuer. Die brauchen noch einen Luftangriffszauber. Oder hatte Girogon aus der Vergangenheit das schon vorhergesehen und hat einen Luftzauber gekauft? Nö, aber die Regeneration können wir mal bei dir da hinsetzen. Okay, genau das, was ich jetzt eigentlich gebraucht hätte, nämlich das Verteidigen, habe ich rausgenommen. Geht das mit Shift? Kann ich da... Okay, nehmen wir den maximalen Mana-Trank da raus, den brauchst du eh nicht. Selbst der Kleine macht sich schon auf Maximum. Also du verteidige dich einfach. Du Feuer, du Hauen, du Hauen. Smash. Wow. Verteidigen. Hauen. Er wehrt echt alles ab. Das hier nicht. Hi. Und die Ausdauer haben sich ausgezahlt. Hätte sie jetzt nicht zwei, dreimal Ausdauer gesteigert, dann wäre sie jetzt tot gewesen. Instant. So, du hast drei Fähigkeitspunkte. Achso, es ist gar nicht Luftbäder, das ist Wasser. Okay, dann... Was machst du? Eure Reichweite mit Bögen beträgt 6. Dann müssen wir noch ein Speer kaufen für sie. Na gut, ich steige mal Mystik um ein, damit sie es überhaupt hat. Dann... Wasser, Wasser. Okay, bestätigen. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Du, Vitalität, Wahrnehmung, Macht, Macht. Fähigkeitspunkte hast du jetzt auch hier? Jo, okay. Also das hast du schon auf Experte oder kannst du auf Experte bekommen? Schwert. Zwei Waffen sollten wir steigern, weil die zweite Waffe trifft fast nie. Zumal es auch noch eine Keule ist, soweit ich weiß. Ja, also zwei Waffen. Zing, zing, zing. Hat jetzt also einen höheren Angriffswert mit der... Mit der Offhand, oder? Okay, weil hier steht nur, steigere ich den Angriffswert um 4. Als wenn es für beide Waffen gelten würde. Hm, okay. Raus. Bestätigen. Das wäre soweit okay. Also hier ist der Teleporter, der wahrscheinlich nach oben führt. Aber ich habe den starken Verdacht, dass hier noch eine Kiste ist. Oh, oder auch nicht. Es sind einfach nur die Gegner, die man gekriegt hätte, wenn man durch die Tür gegangen und nicht durch die... Nee. Okay, ran da. Au, ran da. Tss. Du Heiltrank, du... Okay, den Heiltrank hätten wir sparen können. Hauen, hauen. Du Schutz, du Feuer, du Hauen, du Hauen. Die ist nämlich nicht mehr Elite. Das heißt, die Eisplitter müssen auch durchkommen, genau. Machen zwar nicht viel Schaden, aber hey, wenigstens ein bisschen. Und besser als jede Runde verteidigen. Hm? Ja, okay. Verteidigen. Verteidigen, die Jungs machen das schon. Zack und zack. So, also die Tür ist einfach nur die Verbindung noch da. Du brauchst zwei Zaubertränke. Du brauchst einen Zaubertrank. Klick. Oh, ich habe Klick gemacht. Was war... Aha.
Ach, wir hätten gar nicht den Teleporter hinten hingehen können, weil er gar nicht aktiv war. Ah, okay, das erklärt's. Jetzt leuchtest du irgendwie. Nö. Der Weg zum Lichtzimmer öffnet sich, wenn zwei Platten betreten wurden. Ist das griechisch? Nee, sah nur so ähnlich aus, okay. Ich dachte schon, es wäre ein wenig skurril. Da ist die zweite Druckplatte, okay. Klick. So, jetzt die Ausrüstung. Also, du hast eine ganz tolle Armbrust. Hier. Dämonenkuss. Achso, wir haben die Expertenfähigkeit ja noch gar nicht. Nee. Wir haben nur das Potenzial, die Expertenfähigkeit zu bekommen. Super. Okay, Rainer. Interagieren. Nächste Etage. Ich glaube, wir könnten jetzt schon beim Boss sein. Mal gucken, ob der irgendwie verändert wurde oder... Jo, Boss. Hallo. Also die... Mamushi. Sa, mehr Opfer für den Abwracker. Kämpft gegen Mamushi. Also, der Typ ist sehr garstig. Also einmal macht er viel Schaden, trifft glaube ich zwei Charaktere auf einmal und wenn wir an einem Randfeld stehen, wie dem Feld, wo wir hier gerade sind, ne, vor uns Rand, dann kann er uns runterschubsen mit einem Schlag und wir sind instant tot. Das heißt, wir sollten nicht an einem Randfeld stehen, wenn er darauf den Zug hat. So, was war noch? Wir hatten vier Statuen, aber die brauchen wir nur später nach dem Kampf, um hier wegzukommen. Das heißt, wir müssen nicht während dem Kampf die Rätsel lösen, wenn ich die verstanden habe. Und das Rätsel ist, hier ist eins, da ist zwei, da ist drei, da ist vier. Außer es wurde irgendwas geändert. Ich gehe einfach mal auf ihn zu. Ja. So, hat uns zurückgeschubst. Schubst du uns oder haust du? Er hat uns alle vier getroffen, was zur Hölle? Also ich hätte schwören können, dass er vorher nur zwei getroffen hatte. Das heißt, der wurde jetzt anscheinend schwerer gemacht. Okay. Erstmal schubsen wir dich zurück, du. Oh. Ich sollte seine Fähigkeiten durchlesen. Immunität gegen Gedanken und Körpermanipulation sowie Gift. Und zu Körpermanipulation gilt wahrscheinlich auch wegschubsen, hm? Rachsüchtig. Erhält einen zusätzlichen Angriffsversuch für jeden ausgewichenen und abgewehrten Angriffsversuch. Das heißt, wenn ich seinem Angriff ausweiche, darf er nochmal angreifen? Was? Erbarmungslos. Das kennen wir von seinen Untergebenen schon. Also wenn er uns trifft und danach nochmal trifft, macht er mehr Schaden. Ja. Gegenwehr. Erwidert den ersten Nahkampfversuch eines Angreifers mit einem eigenen Nahkampfversuch. Also jedes Mal, wenn wir ihn hauen, haut er zurück. Beim ersten Mal. Also, wenn wir ihn beim ersten Mal hauen, haut er zurück. Das heißt, wenn er haut, wird er zurückgehauen und Tyri kann zuhauen, ohne zurückgehauen zu werden. Und ein Umschlag. Nahkampfangriffe treffen das Ziel und alle benachbarten Gruppenmitglieder. Ich hätte gerade schwören können, alle vier wären getroffen worden, aber Tyrik war nicht getroffen. Das heißt, das Ziel war Talana. Links neben ihr ist Yallin und rechts neben ihr ist Gerugon. Es geht also einmal reihum. Okay, okay. Das wurde also nicht schlimmer gemacht. So, wir haben ein Feld hinter uns frei. Das heißt... Hau. Jetzt darf er zurückkommen? Nee, anscheinend nicht. Okay, du heilen. Du debuff ihn. Gut. Schubst uns jetzt zurück? Nein, du haust uns einfach nur. Okay, du hauen. Und ich krieg Schaden zurück. Ja. Also es gibt keine extra Animation dafür anscheinend. Oder das war gerade das Speervorhalten. Taucht einfach hier gleich auf. Okay. Du, was machst du? Wir können dich nicht festhalten, wir können aber himmlische Rüstung zaubern. Du machst Schaden. Schaden abgewehrt, jedenfalls beim Großteil. Wir haben noch eine Runde Regeneration, danach zaubern wir es gleich nochmal.
Die Rüstung ist noch da. Ich weiß nur nicht, wie viel von der Rüstung wirklich noch da ist. Also bis zu 78 Schaden. Ja, na gut, gucken wir.